Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in der Betrachtung zur Companion Bible Appendix sind wir beim Anhang 102 angelangt, die synonymen Wörter für Wille und Wunsch. Alles richtet sich nach der englischsprachigen Companion Bible. Diese Companion Bible lohnt sich auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, zu organisieren, entweder downloaden, gratis oder sogar kaufen. Prüfet alles, das Gute behaltet. Der Unterschied zwischen den beiden Wörtern ist wichtig. Und bei den Vorkommen beider Wörter wird auf diesen Anhang verwiesen. Teleo bedeutet wünschen oder begehren und ist das emotionale Element, das zu der daraus folgenden Handlung führt. Es ist daher stärker als volomai, weil der natürliche Impuls stärker ist als der überlegte Impuls. Zweitens Substantiv, telema, ist ebenfalls zu erwähnen, mit der gleichen von Bulema zu unterscheiden, da es eher den Wunsch als den Entschluss ausdrückt. Bulomai, obwohl es manchmal viel mehr bedeutet, bezieht sich doch auf das Ergebnis von Teleo, das heißt auf den bewussten Entschluss, ob in Übereinstimmung mit oder entgegen dem ursprünglichen Wunsch oder Impuls. Viertens, in gleicher Weise ist das Substantiv bulema zu unterscheiden von telema, da es den Entschluss, den Ratschlag oder die Entschlossenheit bezeichnet und nicht den Wunsch oder das Verlangen. Bulema kommt nur zweimal vor, in der Apostelgeschichte 27,43 und Römer 9,19. Das Substantiv bule mit einer ähnlichen Bedeutung kommt 12-mal vor. Zur Veranschaulichung der Unterschiede siehe Matthäus 1,19, Markus 15,9, 12,15, Römer 7,15. Da der Hinweis direkt aus Appendix 102, aus der Companion Bible, im Herrn Jesus Christus, der ist und der war, der kommt, der Allmächtige. Zusammengestellt wieder von unserem Bruder in Christo, Antonino. Liebe Geschwister, ich wünsche euch frohes Wort Gottes Studium. Amen. Ja,